Weiter geht es mit Rising World. Ich habe ein bisschen rumgespielt hier. Das wäre mit 10 Säulen fertig. Hier unten so einen kleinen Fußlauf, wie auch immer man das betiteln möchte. Und also da hinten noch nicht, weil da müssen wir erst noch die Säulen reinmachen und alles. Hier vorne haben wir da auch schon. Und hier haben wir so eine tollen Nibbles an der Decke, da kommen unsere Laternen dann später dran, wenn es funktioniert, wie ich mir das denke. Und ich habe überlegt, ob wir noch mehr Statuen nehmen und die hier reinstellen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Wir müssen mal gucken. Also, wir könnten die Tür, die nächste, ja, vielleicht hier so eher, ne? Weil da vorne, dass wir hier eine Tür hinmachen. Wir können das ja mal hier so aufmachen. Hallo, Stein? Komm her. Tür braucht 4, ne? Muss ja eine Doppeltür werden, kann ja nicht so eine einfache Tür werden. Hallo? Oh, wir müssen auch essen. So, da kommt dann die Tür hin. Sieht schon ein Stück größer. So. Können wir uns überlegen, ob wir vielleicht den Boden auch noch ein bisschen ändern hier? Müssen wir mal gucken. Das geht mir so auf den Sack, dass es durch den Felsen regnet. Ich hoffe, dass das aufhört, wenn wir eine richtige Decke drin haben. So, und dann könnten wir zum Beispiel hier einfach noch eine Figur reinstellen. Also ich weiß nicht, ob das passt. Da müssen wir gleich gucken. Ich habe übrigens für die Säulen sehr lange getestet. Also das war kein machst du mal schnell. So, kriegen wir dich hier noch ein bisschen weg? Ah, hallo. Schön, da haben wir sogar Platz. So, kurz genießt, alles schön. Weiter kriegen wir dich jetzt nicht, ne? Ist eigentlich schade. Ich hätte halt gern. Haben wir die noch mit? Haben wir noch mit? Also hier, man sieht an dem Material, ich habe wirklich eine ganze Weile getestet. So, oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. So, bis dahin muss das weg. Das heißt, wir müssen gleich noch unsere Spitzhacke holen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach, kurz das Licht ausmachen, Augen erholen. Oh, wir müssen eh was essen. Ja, essen wir erstmal die Äpfel auf. Hier, komm, gib mal einmal her. Dann brauche ich nichts trinken gehen. Oh, unsere Baumwolle ist gewachsen. Das ist schön. Ich fange heute ein neues Spiel an und ich denke, ich werde es heute auch noch schaffen. Momentan sieht es zeitlich sehr gut aus, dass ich das hochlade. So, wo war jetzt unser Werkzeug? Hier. Warum Werkzeug? Und warum ist die Spitzhacke hier nicht drin? Spitzhacke in der Truhe liegen lassen? Oh.
Ja, da ist er. Dunkel hier. Mach mal Licht. So, das sieht doch schon viel besser aus. Oh, wir haben die falschen Steine genommen. Mist. Also wieder weg damit. Materialverschwendung. Beziehungsweise eigentlich nur Zeitverschwendung. Oh, jetzt Materialverschwendung. So. Einsammeln, was noch heile ist. Und dann gucken, ob wir die anderen noch haben. Sind das die? Nein, das sind die. Wir haben einfach nur die falschen genommen. So. Einmal hochdrehen, dann so. Und dann ist es falsch. Oh Gott, kriegen wir das nicht hin? Schon. Nein. Nö. Möchte nicht so. Da steckt ein Stein. Aber wir könnten. Haben wir die ganzen davon noch? Sind das die? Oh, ich hoffe einfach. Ist gut aus. So. Und. Nee, nix und. Hochdrehen, drehen, drehen, drehen. Ist da dran. So. Oben gefällt mir eigentlich noch nicht so. Oh, und hier ist noch Stein. Zack. Dann holen wir uns jetzt noch so eine Steinstatue. Lass uns, glaube ich, aber erst Steine reinpacken. Und vor allem müssen wir aufräumen. Hier macht das mal da drauf, schmeißt das weg. Dann kann der Balken noch weg. Die halbe Platte kann weg, das Eisen können wir noch wegräumen. So. Axt brauchen wir momentan nicht. Gut, dann brauchen wir Steine. Also, wie man gerade hier so an diesem tollen Chatverlauf sieht. Logverlauf. Hallo, was ist denn hier los? Ich will keine Weihnachtslieder. Immer noch. Habe ich wirklich eine ganze Menge getestet. Wir brauchen jetzt erstmal Steine. 3 Stacks? 4 Stacks? 5 Stacks. So. Dann gucken wir mal. Deko, Deko, Deko. Da. Dann machen wir die Steinstatue. Oh, die braucht gar nicht so viel, wie ich erwartet habe. Na gut, wir müssen ja eh mehrere machen. So, dann testen wir mal. Ich bin noch nicht so sicher, dass die hier irgendwie reinpassen könnte. Sie steht erstmal falsch rum. Sogar richtig gut rein. Beängstigend gut. Können wir die gittern? Oh, geil. Dann können wir die wirklich mittig hinstellen. Bams. Vielleicht nehmen wir hier noch so eine Rundung rein. Können ja mal gucken, wie das aussieht. So. Komm wieder her. Drehen. Das könnte das Ganze etwas schöner machen, oder? Hm.
So, wieder hoch. Drehen. Ja, ist halt oben ein bisschen abgehackt. Das finde ich schade, dass man da nicht irgendwie noch sagen kann, ich will das anders haben. Weil man kann ja die Steine hier auch nicht ineinander setzen. Na gut, wir können aber mal gucken. Wir haben ja noch unsere Laterne. Wo die hier dran kriegen. Nein. Schade eigentlich. Das wäre total cool. Aber wenn wir... Moment. Tut mir übrigens leid wegen dem Krach, falls man den hört. So. Oh Gott, es dauert Jahre. Ja, komm, komm, komm. Dahin. Dann machen wir da einen ganz kleinen Nippel drauf. Vielleicht funktioniert das. Muss ja echt nicht groß sein. So. Jetzt haben wir hier unseren Mikronippel. Gitter. Oh Gott, erkennt da jemand noch irgendwas? Ja. So, dran genippelt. Funktioniert es. Müssen sie nur noch schön dran kriegen. So. Ja, ich denke, so können wir das lassen. So, dann kommen hier überall diese Nippels dran. Und dann die Lettern. Wie gesagt, mit dem hier oben drauf bin ich einfach nicht zufrieden, aber das können wir nicht ändern. Weil es keine Ecken dafür gibt. Was wir vielleicht noch machen könnten. Oh, haben wir keine halben Steine mehr? Also keine runden? Nee, sieht nicht so aus. Die waren das nicht, ne? 23 und... Doch. Okay. Macht's jetzt nicht wesentlich besser, ne? Wir lassen das jetzt so. So an sich denke ich, sieht das schon ganz gut so aus. Wenn dann an den ganzen Nippels noch überall Laternen hängen, dann geht das schon klar. Denke ich. Hoffe ich. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder auch nochmal dasselbe rausbauen. Moment, mussten die Steine auch was? Ja. So, dann machen wir nämlich hier noch eine Figur hin. Und dann haben wir eine links und eine rechts von der Tür. Tack, tack.
Ach ja. Irgendwie habe ich das Hacken so ein bisschen vermisst. Also jetzt nicht dolle, aber irgendwas hat gefehlt. So. Andersrum. Nein. So. Dann brauchen wir die Steine. Aber nur so. Oder oben haben wir noch keine Steine hingepackt. Und dann nochmal. Noch zu weit. So. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug. Das ist natürlich ungünstig. Aber nicht so schlimm. Achso, da oben, die müssen noch raus. Oh, nein, hier mit. So, da kommt dann auch noch eine Statue rein. Da kommt eine Tür hin. Ja, so langsam wird's. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Säulenfüßen. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie ändern. Aber ich will sie auch nicht zu massiv machen. Das ist schwierig. Ich habe da auch schon, ich glaub, eine Stunde oder 2 Stunden dran gesessen, wie ich das mache, und habe es jetzt einfach erstmal so gelassen. Aber uns wird da schon was einfallen. Treppe müssen wir auch noch weitermachen. Kostet alles Zeit. Aber es geht gut vorwärts. Und wie das Ganze weitergeht, gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bewerten nicht vergessen und tschüss!